zu diesem bedeutenden Moment für Wustweiler. Denn man kann endlich wieder nach vielen, vielen Jahren diese Brücke nicht nur zu Fuß, sondern auch, das heißt, ich will an dieser Stelle nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Auto und sogar mit dem LKW überqueren. Das war ja längere Zeit wegen Baufälligkeit der alten Brücke nicht mehr möglich. Dass so viele heute hier gekommen sind, zeigt ja auch, dass das für euch ein wichtiger Tag ist und dass ihr eben auch die Bedeutung beimisst. Es ist nicht nur die Frage des Brückenneubaus gewesen, sondern auch die Frage der Verkehrssicherheit am Bahnübergang. Das haben wir im Übrigen auch den Medien sehr deutlich gemacht und Verkehrssicherheit geht hier über alles. Ich freue mich, dass vom Kreistag die Cornelia Ansbach-Papa hier ist. Cornelia, herzlich willkommen. Ich begrüße Ortsvorsteher Dieter Schwarz, Guido Joost und Christian Petri, auch in unterschiedlichen Positionen, Funktionen, aber jetzt nur als Ortsvorsteher. Ne? Das zeigt, wie die Ortsvorsteher von Welschbach und von Jüdischweiler Anteil am Geschehen nehmen. Ich begrüße die Mitglieder des Gemeinderates und des Ortsrates und will es auch nicht versäumen, die Vertreter zweier ganz wichtiger Firmen zu begrüßen, nämlich des Ingenieurbüros Dümmer und Partner und TKP Gräschan. Soll also nicht nur so sein, dass die Politiker allein hier begrüßt werden, sondern auch die, die Arbeit schaffen. Also, herzlich willkommen und jetzt können wir denn mal einkaufen. Wir haben es leider nicht geschafft, rauszukriegen, wann das ursprüngliche Baujahr der Brücke war. Ungefähr weiß man es zwar, aber ganz ungefähr datieren. Die Übernahme der Brücke jedenfalls von der DB durch die damalige Gemeinde Wustweiler erfolgte im Jahr 1928. Es gibt Geschenke, die nimmt man gerne an, es gibt Geschenke, die muss man annehmen. Das hier war so ein Geschenk, wo es dann irgendwann darum ging, das Ganze auch nochmal zu sanieren. 1995, also noch vor meiner Amtszeit, ist die Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden. Ganz knapp. Ja, knapp vor. Und die Brückenerneuerung kam dann ins Spiel vor etwa 4 Jahren. Hintergrund, jeder weiß das noch kurz, die Mitglieder des Ortsrates, die Mitglieder des Bauausschusses, als es um die Diskussion ging, wie sicher ist der Bahnübergang, was machen wir hier am Bahnübergang. Die Verkehrsführung, die dann von der DB vorgeschlagen wurde, war nicht in unserem Sinne. Wir haben uns aber auf der anderen Seite nicht dem Argument verschließen wollen, die Verkehrssicherheit zu verbessern. Denn gerade an Bahnübergängen ist das ein ganz zentrales Thema. Wir haben dann lange verhandelt. Es gab zum Teil sehr engagierte Verhandlungen, auch in meinem Büro, die zeitweise kurz vor dem Scheitern standen, dann aber nochmal funktioniert haben. Am Ende gab es durch das Entgegenkommen der Deutschen Bahn, der DB Netz AG, in einem Punkt den Durchbruch. Wir haben nämlich gesagt, wir beteiligen uns mit 181.000 Euro und 352 Euro an diesem Projekt, weil wir ansonsten die Verkehrsführung in noch größerem Umfang hätten verändern müssen. Damit wussten wir schon mal, das kriegen wir hin. Dann haben wir mit dem Innenministerium verhandelt, das dann gesagt hat, es gibt einen Zuschuss über die EVFG-Mittel. Und dann kam der Gemeinderat ins Spiel. Dann ging es nämlich um die Frage, wie wird die Brücke ausgelegt, wie breit ist sie, welche Tragfähigkeit soll sie haben. Ich muss gestehen, das Ingenieurbüro Dümmer und Partner hat damals einiges aushalten müssen, wir auch. Wir haben aber dann sehr intensiv berechnet, überlegt, alle Beteiligten sind ja heute auch hier, haben gesagt, wir können die Brücke so machen, wie sie jetzt dann auch da steht. Das ist die ideale Form. Und ich denke, das war eine tolle Art der Kooperation. Der Gemeinderat hat mit einer eigenen Kommission aus dem Bauausschuss entscheidend dazu beigetragen, dass das so funktioniert hat. Ich gebe gern zu, dass dieses Haus da drüben für die Verhandlungen dabei ebenfalls eine gewisse Rolle gespielt hat. Wir sind jedenfalls damals gut versorgt worden vom Schorsch für Händchen mit Bier und ähnlichen Materialien, fester Art, also war da was der Esse kriegt. Jedenfalls kam am Ende eine Lösung zustande, die wirklich hervorragend war. Wir haben die Ausschreibung dann im Februar 2012 auf den Weg gebracht. Vergabe war dann schon im März 2012, Baubeginn Mai 2012, Bauende November 2012.
Also für Baumaßnahmen, die wir machen als Gemeinde, war das jetzt gigantisch. Richtig top. Und dafür darf ich der Baufirma und dem Ingenieurbüro ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Armin Brechern für TKP. Ihr habt das richtig klasse gemacht. Ihr seid Experten für Brückenbau. Großes Kompliment. Dankeschön. Wir konnten das Ganze finanzieren. Das Ganze hat 450.000 Euro am Ende gekostet. Wir haben zwar die Endabrechnung noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass die Kosten eingehalten sind. Baukosten davon sind 350.000 Euro. Die Bedarfszuweisung des Innenministeriums ist über 50% des Restbetrags. Damit sind wir mit einem Betrag dabei, der uns zwar immer noch wehtut, der aber notwendig und sinnvoll ist. Und ich denke, das war eine tolle Gemeinschaftsproduktion. Und ich darf allen, die daran beteiligt waren, ganz herzlich danken. Wir haben jetzt eine einspurige Stahlbetonbrücke, die so ausgelegt ist, dass auch der Anlieferverkehr zur Schreinerei Johentgen ermöglicht ist. Und wir haben zum anderen die Anlieferung hier, was die PKWs angeht, zum Bahnsteig hier im Busbeiler möglich gemacht. Auch das ist eine klare Entschärfung der Situation. Noch weiter hier stehen, auch wenn der Verkehr hier über diese Brücke geht, ein herzliches Gruß auf und herzlich willkommen. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass der erste Beigeordnete bei einem solchen Bauwerk auch das Wort ergreift. Aber es ist gerechtfertigt bei diesem. Denn was der Bürgermeister nicht sagen darf, darf ich dann sagen. Wir hatten als Gemeinderat ein Budget. Die Planer haben uns einen Preis vorgegeben, der weit über dem Budget war. Wir haben dann gesagt, wir möchten ein Stück Brücke zu diesem Geld, was wir zur Verfügung haben. Das ärgert jeden Planer, das ärgert auch die ausführenden Firmen. Aber das war der Punkt, was dann auch auf Druck der entsprechenden Entscheidungsträger dazu geführt hat, dass wir zu diesem Preis, den der Armin König als Bürgermeister eben genannt hat, diese Brücke bauen konnten. Etwas ungewöhnlich, dies einmal umzudrehen und zu sagen, wir haben nur so viel zur Verfügung und dafür möchten wir gerne ein Stück Brücke. Nicht umgekehrt. Plant uns mal eine Brücke, was kostet es denn? Und so ist das Ganze gelaufen und deswegen sind wir auch sehr stolz darauf und deswegen können wir auch gerne einen drauf trinken und sind auch wirklich froh, dass die St. Georgs Brücke jetzt eröffnet wird. Das ist immer gut, wenn man eine gute Rollenverteilung hat. Das war jetzt angemessen. Jetzt haben wir ein Stück Brücke und dafür ist noch einer mit zuständig, nämlich der Ratsvorsteher. Darf ich übrigens noch den Wolfgang Scholl begrüßen, der ist als Ratsvorsteher von Brüningen auch da. Können wir den Ortsvorsteher besprechen? Lieber Armin, meine Damen und Herren, liebe Bürger von Wüstweiler, es ist natürlich heute wirklich ein sehr guter Tag für uns. Zum ersten, weil wir jetzt wieder eine neue Brücke haben und zum zweiten, weil wir auch den Bahnübergang und alles, was damit zu tun hat, jetzt durch diesen Neubau der Brücke hier sicher gemacht haben. Zur Historie sei einfach noch gesagt, soweit mir bekannt ist, ist hier kurz vor 1900 die Bahnstrecke hier neu eröffnet worden. Und diese Brücke diente dazu zur Anlieferung der Gleisarbeiten von der DB. Das war also zuerst war das eine Notbrücke gewesen um 1900 und nachher, als sie mehr gebraucht wurde, ist sie dann in die Obhut der Gemeinde übergegangen. Das war halt eben die Historie dieser Brücke. Das war also eine Anlieferungsbrücke für den Gleisbau hier der Inntalbahn. Ja, mein Dank gilt natürlich dem Gemeinderat. Es ist ja schon viel gesagt worden, wie das Ganze entstanden ist. Aber der Ratsrat, das muss man auch hier zur Ehre sagen, ist eigentlich derjenige, der daran schuld ist, was überhaupt so ist. Denn am Anfang, als die ersten Planungen der DB hier stattfanden, bekamen wir von der Eisenbahn drei Pläne hier vorgelegt, zu der ich dann direkt gesagt habe, als ich da drauf geguckt habe, dass es für uns nicht tragbar, das können wir also absolut nicht machen, weil der Knotenpunkt hier vorne wäre mit Sicherheit noch schlimmer geworden, wie er vorher schon war. Und deshalb war von uns von Anfang an klar, dass wir gesagt haben, die Brücke ist noch hier. Für uns gibt es nur eine Lösung und das ist eine neue Brücke, die hier gebaut werden muss. Und ich denke, das war auch gut so. Und wir werden in der Zukunft sehen, dass es wirklich sehr wertvoll ist, dass wir diese Brücke gemacht haben. Nicht nur für die Schreinerei Johentgen, sondern auch für die Landwirte, die hier rüberfahren müssen, beziehungsweise auch die Leute, die hier parken. Und was man nicht verdenken darf, wie gesagt, vorne ist die Eisenbahn. Wir haben nur eine Zufahrt zu diesem Teil von Wüstweiler. Und ich denke,
Das bringt auch mehr Sicherheit für die Leute, dass man auch hier nochmal, wenn da vorne irgendwas passiert, immer noch auf die andere Seite des Dorfes kommt, was anders nicht möglich ist. Sehr herzlichen Dank an alle, auch an die Baufirma für die Arbeiten hier. Ich habe das Ganze also mitverfolgt. Es ging also hier wirklich ohne irgendwelche größere Verkehrsstaus über die Bühne. Die Arbeiten wurden hervorragend hier erledigt, denke ich mal. Sehr unproblematisch für uns, für Sie mit Sicherheit sehr problematisch. Deshalb auch an die Firma ein herzliches Dankeschön, dass das so funktioniert hat. Und ja, ich denke, wir können stolz sein auf das, was wir gemacht haben. So, einen Moment, ich will noch eins sagen, weil an solchen Stellen immer auch Abteilungen mit genannt werden sollen, weil Verwaltungen dann, wenn sie Lob verdient haben, das auch bekommen sollten. Insbesondere die Bauabteilung, die Werner Niklas und Cool. So, ich denke, ist alles gesagt. Wir zur Tat. Okay. Als ob der heilig wäre. Auf geht's. So, 3, 2, 1. Wir schneiden. So. Wenn wir uns das alle verdient haben, lade ich jetzt ganz herzlich zu einem kleinen Ebenis ein. Da die Strecke früher zweigleisig am Bahnübergang war, stand dort, wo der Pkw steht, ein Stellwerk. Das Bachbett der Ill aus den 50er Jahren. Luftaufnahme 1932. Der Bahnhof 1938. Ein Güterzug von Dirmingen nach Wustweiler. Die alte Brücke zum Bahnübergang 1935. Jubiläum 100 Jahre Illtalbahn 1997.